Oder das sind Büffel, die mutierten Viecher. Das kann auch gut sein. Oh, das Reptilienhaus. Also, ich weiß ja nicht, ob ich da rein... Wir gehen ins Reptilienhaus. Tut mir leid, Zito. Später. Erstmal Reptilienhaus. Okay. Schlangen, bitte, lasst mich in Ruhe. Schlangen, bitte, tötet mich nicht. Gator-Klaue. Ja, Kyri geht mir genauso. Okay, hier wurden dann wohl ja, die Reptilien gehalten, hätte ich das gedacht. Das Kronkörkchen. Okay. Okay. Keine Schlangen. Uah. Natürlich Ratten. Ja, Kyri habe ich gern getan. Hier haben wir auch nichts. Okay, wir haben hier aber ein Reptilienhaus-Terminal für Besucherführer. Notfallmaßnahmen. Falls ein Besucher von einem unserer Exemplare gebissen oder gestochen wurde, sollten Sie nicht in Panik geraten, sondern stattdessen folgende Maßnahmen durchführen. Überprüfen Sie, ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte... Ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte mit dem auf der Rückseite aufgedruckten Haftungsverzicht ist. Besitzt. Also auf Deutsch gesagt, wenn er gebissen wurde und keine Eintrittskarte hat mit gültigem Haftungsverzicht, Pech gehabt. Besitzt der Besucher eine gültige Eintrittskarte, muss er umgehend einen Safari Adventure Vorfallbericht ausfüllen. Die Formulare dafür sind in der Hauptverwaltung in Yucatown, USA erhältlich. Was? 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 Stell dir mal einen vor mit einem ganz dicken angeschwollenen Arm, der gleich ins Koma fällt und bricht, weil er vergiftet ist und ganz rot anläuft und grün anläuft und der Arm fällt ab und... Ist der Besucher gelähmt oder anderweitig nicht in der Lage, sich selbstständig zu bewegen? Teilen Sie ihm mit, dass er zum Preis von $400 eine Nuka World Notfallbar mieten kann. Nach dem Ausfüllen des Vorfallberichts erfolgt die erste Hilfemaßnahme. Die Kosten für Material und Arbeitszeit des Sanitäters werden dem Besucher in Rechnung gestellt. Sollte der Besucher keine gültige Eintrittskarte besitzen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Sicherheit. Wird er entfernt wird oder was? Alter Verwalter. Hinweis zu den Reptilien. Aufgrund einiger Vorfälle in jüngster Zeit wurden die Exemplare Todesotter, Schwarze Mamba und Inland-Taipan aus dem Reptilien-Streichelzoo entfernt. Schwarze Mamba im Reptilien-Streichelzoo? Stell dir mal so einen dreijährigen Jungen vor mit der schwarzen Mamba im Arm. Wir raten den Mitarbeitern vor der Verlegung von Exemplaren zukünftig die Warnhinweise an den Gehegen zu... Hey Joe, ja? Lass mal die Mamba in den Reptilien-Streichelzoo bringen. Liebe Besucherführer, erzählen Sie den Leuten bitte nicht, dass man aus Schlangeneiern echt leckere Omelettes machen kann. Das ist einfach absolut falsch. Wurden Eier geklaut oder was? Aufgrund von Sicherheitsproblemen mit der Gruppe, die sich selbst AFAD nennt, sollten Sie Besucher nicht erlauben, aus dem Gehege genommene Reptilien zum Streicheln zu behalten. Dies muss jederzeit von dem Besucherführer übernommen werden. Wir haben bereits drei äußerst teure Reptilien dieser fehlgeleiteten Tierrechtsaktivisten verloren und dürfen keine weiteren Diebstähle zulassen. Was? Ich will die Black Mamba gerne mal streicheln. Ach, ach, den nehme ich mit. Ach. Also Nuka World ist ja noch bescheuerter und schlimmer, als ich dachte. Raus hier. Gottes Willen. Kein Wunder, dass Zito so einen... Also...
Also es ist schon jetzt ein bisschen, also es ist schon sehr, sehr, ne? Ich wollte hier gar nicht rein, um ehrlich zu sein. Das war jetzt nicht geplant. Der Nuka wollte einfach an die reine Abzocke, wisst ihr das? Von vorne bis hinten. Im Hintergrund werden hier irgendwelche... Aber schön ausgeschopfter Bär. Im Hintergrund werden hier irgendwelche Militärwaffen hergestellt. Meine Güte. Ja, ja. Ja, ja. Also es tut mir leid, ich bin ein bisschen geschockt. Ja, wir spielen Fallout, da geht man immer vom Schlimmsten aus, aber das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Oh. Oh, 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 falsche Waffe. Ach, Gyri klärt das. Ich weiß ja nicht. Ja, alles super. Ich bin ein bisschen enttäuscht. You are here. Ja, ich weiß. Ihr wisst ja, Corki ist hier irgendwo noch, ne? Wir dürfen nur Corki nicht vergessen. Cabby's Treehouse. Wirklich? Wir müssen echt durch ein Labyrinth laufen. Wirklich? Da war ich früher immer schon ganz schlecht drin. Meist Labyrinth lässt grüßen. Hallo? Hallo? Wow! Ich frag mich nicht, wie der hier drin gelandet ist. Müssen wir überhaupt hin? Da müssen wir hin. Diese ekelhaften Ratten. Da ist Corki. E. Ah, hab noch einen. Wo müssen wir hin? Da. Heißt prinzipiell wäre der Weg richtig, wenn es hier weitergehen würde. Sackgasse. Sackgasse. Oh Gott. Ah, tut mir leid, Leute. Gerade ein interessanter Beitrag. Fällt euch auf, dass die, Gator-Klaue eine sehr extreme, sagen wir mal, nehmen wir mal eine Todeskralle und werfen dem ein Kostüm an. Also stellt euch mal vor, ihr nehmt eine Todeskralle gefangen und zähmt die. Also sie ist klein, ihr habt ein Ei, ihr brütet das aus. Das Ei ist so groß wie ein Hühnerei. Und daraus kommt eine Mini-Todeskralle. So, und dann züchtet ihr die und die wird so groß wie eine richtige Todeskralle und dann denkt ihr euch irgendwann, Mann, die hat sich total süß. Okay.
Wäre sich total süß, wenn die aussehen wie ein Alligator und zieht ihr ein Alligator-Kostüm an. Die Bewegung ist die gleiche und viel Arbeit habt ihr auch nicht damit. Genauso hat Bethesda das miteinander mit der Gator-Klaue und der Todesklaue gemacht. Wisst ihr, was ich meine? So, die Animationen sind einfach genau die gleichen. Ja. Park wieder, ja. Oh. Ich glaube, das war sein letzter Einsatz. Ja, ja, Corkys Baumhaus. Hat doch was, oder? Ihr wisst ja, ich liebe Quantum. Also Quantum ist meine Lieblings-Cola. Nuka-Cola. Noch ein Soldat. Hier waren richtig viele Soldaten unterwegs. Wir brauchen mal eben auch bereits das Wasser, um Gewicht zu verlieren. Dankeschön. Also die Aussicht ist natürlich mal wieder klasse. Nuka World spielt mit der Engine. Das auf jeden Fall. Und ich spiele mit unserem Tragelimit. Und schon wieder diese Nuka-K-Tickets. Was habt ihr denn damit? Ihr könnt euch überall tausende von diesen Tickets hinlegen. Da verliert doch die ganze Sammellust ihren Sinn. Was wiegt denn so viel? Stahl. Curie ist nicht da, oder? Na, natürlich nicht. Diese Displays da oben. Ah, Mann, oh Mann. Na gut, das war's hier oben aber schon. Leider. Den Augenbot lassen wir ruhig hier. Der macht ja nichts. Dann soll es mal egal sein. Okay, wir haben unser Medaillon gefunden. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Und wir haben auch vor allen Dingen den Hinweis gefunden. Wir schauen mal kurz in die Daten. Corky im Heuhaufen. Finde die versteckten Corkys im Safari Adventure. Es fehlen noch welche. Galactic Zone. Dayroach Gulch, okay. Minenwagen-Fahrgeschäft ist hier hinten. Waltek im Sternenhimmel. Okay. Also noch beim Nuka Racers. Waltek im Sternenhimmel. Und wo war das noch? Waltek im Sternenhimmel. Welt der Erfrischung. Da war auch so ein Ding. Oh Gott. Wie gesagt, diese ganzen Sammelaufgaben, die machen wir dann nachher. Müssen wir wieder rausfinden. Ich glaube, das war hier, hier. 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 Ja. Perfekt. Okay. Oh, süß. Also genial. Nicht süß, war genial. Baumhaus war schon nicht schlecht. Okay, da würde ich sagen, auf geht's. Achtung, alle Matinee-Vorstellungen von Das Phantom der Nuka im Parler sind ausverkauft. Tickets für die Abendvorstellung. Alle Tickets für die Vorschau, für die Vorführung sind ausverkauft. Diese Betonung. Ohne Spaß. Guten Morgen zusammen. Oh. Hallo. Da unten. Todeskralle 2.0. Immer wieder schön, dass Curie so bereitwillig hilft. Soll das ein Witz sein? Riesiger Gorilla, Jengels der Mondaffe. Wo kommst du denn jetzt her? Hol das. Ja, ich brauch dich zum Aufsammeln. Mach mal. So. So. Okay, ein bisschen aufräumen hier. Könnte unser neues Zuhause werden. Okay, und hier geht's irgendwo in die... Wir waren nicht der Erste, der oben jemanden runtergeschubst hat. So. So, technisches Dokument. Also... Interessant, für welche Bereiche sich die Techniker auf der Pritwin interessieren, oder? Dass hier Dokumente sind, die die interessieren. Das ist sehr interessant. Perfekt. Nuka Rush, toll. Ein weiterer Nuka Mix. So. Datum Fehler. Uhrzeit Fehler.
Parkstatus Code Grizzly. Okay. Auch in diesem Monat werden im Safari Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls und der nachfolgenden Säuberungsmaßnahme nach dem Ausbruch im Großkatzenbereich im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kinder begleiten zu lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärung für Todesfälle und Verstümmelungen unterschreiben. Weitere Fragen können Sie an die Abteilung für Gästeinformation. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe AFAD, Animal Friends and Defenders, auf. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Tiertätowierungen zu erkennen. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Sollten sie eine dieser Personen entdecken, versuchen sie nicht, sich ihr zu nähern. Wenden Sie sich an das Sicherheitsbüro oder aktivieren Sie die nächstgelegene Protectron-Kapsel. Okay, Radikalisten. Alle mit Projekt Kobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollten zum sicheren Getränkespezialistenlabor in der Nuka World Apfelanlage weitergeleitet werden. Da waren wir ja schon. Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen. Ja, ihr wisst ja, wofür das war. Für das Militärprojekt. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der Animal Friends and wie auch immer Gruppe ist der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Brad Burtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und wir möchten nicht, dass sich unsere Mitarbeiter verletzen. Oh Mann. AFAD-Manifest. AFAD-Manifest. Ich bin ein bisschen... Oh Mann. Dass aber wirklich jede Attraktion eine eigene Handlung hat, finde ich klasse. Wir, die Mitglieder der AFAD, haben eine wichtige Botschaft an... Psst, Chipmunk, sag ihnen, was unser Name bedeutet. Was machst du da? Das Ding läuft schon. Sag nicht einfach AFAD. Erklär ihnen, wofür das steht. Das hier ist eine ernste Sache, Rabbit. Und ich habe die Aufnahme schon gestartet. Das schneiden wir später raus. Jetzt sag's ihnen. Nun gut. Wir, die Animal Friends and Defenders, haben eine wichtige Botschaft an diejenigen, die für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind. Wir werden nicht untätig zusehen, wie ihr unsere tierischen Brüder und Schwestern ausrottet. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht dulden, dass Firmen unsere tierischen Brüder und Schwestern im Namen der sogenannten Wissenschaft misshandeln. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht wegsehen, wenn... Vergiss nicht den Teil mit dem sinnlosen Abschlachten der Tiere, um sie zu essen. Du weißt, dass ich hier aufnehme, oder? Siehst du das rote Licht? Tut mir leid, Chipmunk. Ich wollte nur, also, naja... Nimm das Band raus, wir versuchen es nochmal. Und danach schmeißt du nicht das richtige Band weg und behältst das falsche wie beim letzten Mal. Ich glaube, hat er wieder getan, oder? Okay, ja, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt währenddessen. Na gut, ja... Es waren also alles Jugendliche. Interessant. Nur für Nuka World Angestellte. Terminal gesperrt. Mögliche Verletzung von Sicherheitssystem. Gültiger Außerkraftsetzungscode erforderlich. Lösegeldforderung. Was? Zu Händen Mr. Brad Burton. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen, uns Zutritt zu ihrem Park zu verwehren.
Nun ja, wir leben in einem freien Land, ganz gleich, was ihr Bonzen denkt. AFAD wird ihnen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich mit ihrem Geld erkaufen können. Oder wollten. Wir halten ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hain genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der sie ihre tolle, wütende Anaconda errichten wollen. Wenn sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn sie die Polizei mitbringen, verlieren sie ihren besten Angestellten. Treffen sie die richtige Entscheidung, Mr. Bradburton. Ah ja. Anlagensicherheitsstufen. Aufgrund des in jüngsten Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla. Normaler Betrieb. Code Orang-Utan. Sicherheitsprotokolle in geringem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo. Lese ich das gerade wirklich vor? Sicherheitsprotokolle in mittlerem Ausmaß werden. Code Grizzly. Die vollständige Sicherheitsabriegelung. Ja, wir haben den Code ja schon. Ich denke mal, wir können die Tür deaktivieren. Warnung, Laborstatus Code Grizzly. Für diese Anlage gilt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hain, Dr. McDermott und Mr. Bradburton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. Jeder Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge. Weitere Informationen halten Sie bei L.B. Sheldon im Sicherheitsbüro. Ja, wir haben aber den Code, oder? Entriegelte Tür. Sesam, öffne dich. Deaktiviere die Klonmaschine mit Fehlfunktion. Überall Tote. Klonmaschine, wisst ihr? Ernsthaft, eine Klonmaschine. Schon wieder ein technisches Dokument. Kyrie, halt mir bitte den Rücken frei, ja? Natürlich Psycho im Kühlschrank hier, die Wissenschaftler, natürlich. Oh, seht mal hier. McDermott Tagebuch 4753. Dr. Haines Terminal. Fangen wir damit mal an. Tagebucheintrag. Von unten nach oben. Ich glaube, ich habe das neue Jahr etwas zu feuchtfröhlich begrüßt. Ich bin neben dem Hauptterminal des Nuka-Gen-Replikators aufgewacht und es lief ein Programm. Anscheinend hatte ich versucht, einen Ameisenbären mit 16 giraffenartigen Beinen, Schuppen, 4 Augen und 2 Schwänzen zu sequenzieren. Lustigerweise habe ich selbst im betrunkenen Zustand eine durchaus machbare Sequenz hinbekommen. Das Tier würde wahrscheinlich nicht lange leben, aber meine wissenschaftliche Neugier sagt mir, dass ich es mal versuchen sollte. Ich werde mit Dr. McDermott sprechen. Tippfehler. Nächster Text. Diese verdammte AFAD-Idioten sind wieder aktiv. Erst vor ein paar Wochen haben sie meinen Corvega mit Dung gefüllt. Corvega ist das Auto, für die, die es nicht wissen. Die Sicherheitsabteilung hat mir versichert, dass sie nie mehr auch nur in die Nähe von Nuka World gelassen würden. Als ich heute herkam, hatte aber trotzdem jemand stoppt die Folter auf die Sicherheitstür geschmiert. Ich weiß gar nicht, warum diese Trottel davon ausgehen, dass wir Tiere foltern. Wenn wir etwas im Labor beseitigen müssen, machen wir das schnell und ziemlich schmerzlos. Ist das jetzt besser? Dank Mr. McDermotts Hilfe konnte ich die Segmentierungsprobleme mit PB041 eingrenzen. Die Eisbären im letzten Segment... Jetzt ist eine Fliege provokant vor mir rum. Die Eisbären im letzten Segment kamen mit der Innenseite nach außen aus dem Nuka-Gen-Replikator und explodierten dann. Ich schätze, das lag an einer falschen Sequenz, allerdings habe ich eine derart heftige Reaktion bei einem Exemplar noch nie erlebt. Rein wissenschaftlich betrachtet war das ein ziemlich spektakuläres Ereignis. Ja, menschlich gesehen ein widerliches. Auch meine dritte Anfrage wegen einer Erhöhung der Mittel wurde abgelehnt, da die Ressourcen für dieses Projekt Cobalt benötigt werden, von dem man so viel hört. Hoffentlich erkennt Bradburton, dass das Safari Adventure mehr als nur ein Vergnügungspark ist. Hier leben hunderte von atmenden Organismen mit jeweils individuellen Bedürfnissen in puncto Nahrung, Wasser und Umweltbedingungen. Ich habe weitere Informationen über Projekt Cobalt erbeten, bislang aber immer wieder Absagen erhalten. Bei dem ganzen Aufwand steckt hinter diesem Projekt hoffentlich auch was Großes. Naja.
eine quantumverschießende Durstlöscherpistole. Es ist jetzt etwa 1 Uhr früh und ich habe gerade einen seltsamen Anruf erhalten. Mir wurde mitgeteilt, dass man sich auf der Baustelle der wütenden Anaconda wegen eines entflohenen Tiers, braucht, das verletzt ist. Die Sicherheitstypen müssen wirklich vorsichtiger mit unseren Exemplaren sein. Beim letzten Ausbruch hat sich einer der Büffel, das sind also Büffel, ein Bein gebrochen und der andere starb wegen einer falschen Dosis in den Betäubungsfeilen. Im nächsten Eintrag folgt ein Bericht über das Ereignis. Ich denke mal, hier wurde unser guter Dr. Heinz dann von AFAD, genau. Die haben den ja rausgelockt, um ihn draußen beim Baugelände der Anaconda gefangen zu nehmen. Okay, die Einträge. 47b. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie lange schon. Ich habe vor Monaten aufgehört zu zählen. Oder vor Jahren. Selbst mit all der wissenschaftlichen Ausrüstung kann ich auf keinen Fall umkehren, was aus mir geworden ist. Die Strahlung der Bomben hat ihren Tribut an meinen Körper gefordert, mein Aussehen verändert und mich deformiert. Aber statt zu verzweifeln, habe ich die Veränderungen angenommen. Und als Grundlage für meine neue Klonforschung genutzt. Vielleicht wird dieser Fluch zu meinem Segen. Ich wünschte nur, Dr. Hein würde mich leiten. Ohne ihn fühle ich mich verloren. Ja, und der wurde rausgelockt und festgenommen. Okay, also wurde unser guter McDermott mumifiziert. Gudifiziert. So, Der Datumsbereich überschritten. Keine ungelesenen Nachrichten, okay. Ich setze meine Versuche zur Erschaffung der Gator-Klaue fort. Die richtigen Proben des Dreihorn-Chamäleons und Mississippi-Alligators sind schon dabei. Probe Q334 konnte sich bisher jedoch nicht stabil halten. Wenn ich eine Wachkreatur für das Safari-Adventure erschaffen möchte, muss sie imstande sein, meine Befehle zu hören und zu verstehen. Ich hatte gehofft, dass die Gehirnzellen aus Q334 das ermöglichen würden, aber bislang gab es nichts außer Fehlschlägen. Ich zögere noch, den Schalter umzulegen, um zu sehen, was passiert. Was, wenn ich es nicht kontrollieren kann? Was, wenn dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf den Park gelenkt wird? Ich glaube, ich werde die Sequenz zur Sicherheit noch einige Mal überprüfen. Hat ja gut geklappt. Auf der Suche nach Nahrung und Vorräten bin ich heute auf die Überreste eines erstaunlichen biologischen Exemplars gestoßen. Es hatte ein humanoides Aussehen, war aber wesentlich größer. Die Haut war von grünlicher Farbe und die körperlichen Merkmale waren grob menschlich. Es schien Kleidung zu tragen und war kurz zuvor anscheinend durch Schussverletzungen gestorben. Nachdem ich es ins Labor gebracht hatte, begann ich mit meiner umfangreichen Untersuchung und kam zu der Schlussfolgerung, dass es sich hierbei um eine genetische Mutation eines Menschen handelte. Ich hoffe nur, dass ich den Auslöser für diese bemerkenswerte Mutation extrahieren und für meine eigenen Experimente nutzen kann. Ich trage es als Probe Q334 ein. Hä? Ein mutierter Mensch? Ein Ghoul oder was? Einer der beiden Notreaktoren des Labors ist heute ausgefallen. Jetzt betreibt nur noch ein einziger Reaktor. Jetzt bleibt mir nur noch ein einziger Reaktor für die Energieversorgung der gesamten Anlage. Sollte dieser auch noch ausfallen, muss ich in Erwägung ziehen, den Nuka-Gen-Replikator zu zerstören und das Labor aufzugeben. Obwohl ich das schon vor langer Zeit hätte tun können, ist mir bewusst, dass diese Maschine vielleicht die weltweit letzte ihrer Art ist. Sie könnte daher die einzige Hoffnung der Menschheit sein, wieder Tiere anzusiedeln. Da hat er auch wieder recht, oder? Und ein normales Ökosystem zu erschaffen, sobald die Bedingungen an der Oberfläche dies zulassen. Das ist ja eine interessante Sichtweise. Wie lange ist es her, seit die Bomben fielen und mich in diese verfallenen Schatten meiner selbst verwandelten? Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie viel Zeit vergangen ist. Mittlerweile führe ich schon Selbstgespräche. Ja, mache ich auch. Nein, Spaß. War nur Spaß. Vielleicht? Ich glaube, diese Einsamkeit fordert ihren Tribut. Ich habe schon so lange keine freundlich gesinnten Menschen mehr gesehen, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, wie es überhaupt ist. Die Konzentration auf die Arbeit fällt mir immer schwerer. Vielleicht wäre es besser, dem jetzt ein Ende zu setzen. Aber dann frage ich mich, wer dieses Labor vor denjenigen beschützen sollte, die seine Geschenke missbrauchen würden. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Okay.
Jetzt sind schon Jahrzehnte vergangen und meine Metamorphose geht weiter. Mein Körper verändert sich und passt sich an den radioaktiven Vorlauten der Luft an. Statt dass meine eigenen Organe ihren Dienst einstellen und das Leben langsam aus mir entweicht, wehrt sich mein Körper. Meine Haut hat sich verdickt und ist von starken Falten durchzogen. Als würde sie versuchen, sich der Strahlung zu widersetzen und sie von mir fernzuhalten. Ich habe beschlossen, über diese Veränderung nicht mehr entsetzt zu sein, sondern sie zu studieren, um mehr über die Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erfahren. Vielleicht kann ich mit den Daten aus dieser Studie eines Tages ein Heilmittel finden, bin aber erst einmal froh, dass ich noch lebe. Optimist.